Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen MW3-Video. Ja, Freunde, heute gibt es ein Video zu der zweiten neuen Waffe, die mit dem Season 6-Update dazugekommen ist. Es handelt sich hierbei um ein LMG mit dem Namen Karsdorf LSW. Wir schauen uns mal an, wie gut die Waffe ist oder wie schlecht die Waffe ist, je nachdem. Lasst eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für den Rückbus und gerne ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir starten rein. Let's go! Und bam! Freunde, wir sind drinnen noch und das ist die Karsdorf LSW und ja, wir schauen uns mal an, was die Waffe so drauf hat. Und ja, puff, peng, ne? Oh, das Visier ist schon mal eine Katastrophe. Digga, was ist das für ein Visier? Holy shit. Alter. Ich halte jetzt mal nicht gegen. Das ist brutal. Alter, der Schuss ist so ruckelartig da oben. Du musst da richtig gegensteuern. Aber nicht so ein bisschen, nur mit dem Stick, sondern richtig runterdrücken schon. Was ein Kill. Alter. Oh. Ich dachte, da liegt hier einer. Digga, was ist hier los? Hallo? Oh. Okay. Auf Kurzdistanz ist die vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann muss ich auch schon so ein bisschen spielen wie eine MP. Aber hat mit LMG nichts zu tun, sag ich, wie es ist. Guck mal. Ein Chicken Wing mit Hut. Oh Mann, ey. Bist du hässlich, Digga, ist das unglaublich. Season 6, er läuft mit Schild rum. Ey, ich verliere meinen Verstand. Ruhig. Oh Gottes Willen. Was passiert hier? Ah. Ah. Ich lebe ja noch, ich lebe. Lass mich leben. Good Song von Andres Muradi. Lass mich leben. Ah, ich muss weg. Es ist so hart hier. Mal hier, zack, puff, peng. Ein bisschen Verwirrung sorgen. Eieiei, Digga, ich sehe nicht, wo ich hinschieße, ne? Also ohne Visier sehe ich hier relativ wenig Licht. Ach du Scheiße. Ey, das ist alles irgendwie Zufallsprodukt hier, ne? Was ich hier mache. Boah. Also ich schwör's, die Waffe, ne? Das ist eine ganz komplizierte Kiste. Aha. War noch irgendwo einer. Nee, ey, Alter, das ist so hart. Also ich glaube, es gibt keine Waffe, die mehr Rückschuss hat aus MW2 und MW3 wie dieser Aal hier. Das ist brutal, ey. Wo der Rückschuss ist so, der geht so schnell nach oben, dass du musst wirklich nach unten zielen, um treffen zu können. Versteht ihr, wie ich meine? Und diese Waffe ist bis jetzt nicht zu empfehlen. Ja, ich sehe nichts, ne? Ich schwör's, ich gehe auf den Tisch. Hier, ich gehe auf den Tisch. So. Ah, ah, oh, oh, oh. Das wird mal alles ein bisschen zu spicy. Also kurz dann scheint die gar nicht so schlecht zu sein, aber es ist wie gesagt ein LMG und keine MP. So, wisst ihr? Oh, das ist die Karsdorf LSW auf Interstellar mit der Farm. What the fuck? Vermeintlich besten Klasse. Spawn in den hinter mir! Es ist eine Qual! Höret, höret! Das ist crazy. Hör auf. Warum brenne ich? Keiner weiß es. Ja, noch ein bisschen Stress hier. Oh, ein bisschen Stress hier. Ich brenne schon wieder. Warum brenne ich? Ist der hässlich. Die spawnen hier. Hallo, lu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 l
Die spawnen einfach hier noch weiter, was? Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin wirklich nicht da für die. Ach du Heilige! Oh mein Gott, was passiert hier? Okay, und das ist der Heli? Ach du Heilige. Okay, das fängt sehr flawless hier an. Okay, ist gerade ein bisschen unangenehm hier. Okay. Okay. Oh mein Gott, was passiert hier? Ach du Scheiße. Ist das unchristlich hier alles? Alter, was passiert hier? Nein, 19-0 sterben wir. Oh mein Gott. Oh, schade, ey. Zumindest die 20 hätte ich gerne mitgenommen. Oh mein Gott. Ich bin bei dir. Das ist gut zu wissen, mein Freund. Wenn du bei mir bist, bin ich auch bei dir. Doch mal nachgedacht. Oh, Mate, was machst du nicht? Geht's ja mal selber. Follow. Ich brenne wie eine Kerze. Ole. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rüber zum besten Klassen-Setup. Bam! Wir starten rein. Beim Griff haben wir den Weave LL7 Griff dabei. Für mehr Rückschusskontrolle und so weiter und so fort. Beim Unterlauf haben wir diesen Unterlauf dabei. Der nur Vorteile hat, kein Nachteil, deswegen auf jeden Fall ziemlich stark ist. Dann haben wir bei der Mündung den Quartiermeisterschalldämpfer dabei, der auch nahezu die beste Mündung ist in Modern Warfare 3. Vor allem für die Waffe sehr entscheidend und sehr wichtig. Beim Lauf haben wir den langen Elvator D20 Lauf dabei, für eine effektive Reichweite, Geschossgeschwindigkeit und Schusszielstabilität. Beim Visier habe ich das Jack Glasslos Visier dabei, ihr könnt auch das MK3 Visier mitnehmen oder das Schieferreflektor Visier, je nachdem was ihr halt bevorzugt. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Test die Klasse gerne mal aus. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und haut rein.